Abend. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie eine neue Perspektive zu finden, aber ich glaube, diese hier funktioniert einfach am besten gerade. Ich möchte wieder mehr Achtsamkeit in mein Leben integrieren. Denn ich merke, dass ich mich wieder in so einem Zustand befinde, wo ich ganz schnell in negative Glaubenssätze rutsche oder schneller wütend werde, etc. pp. Und ich glaube, es kann auch viel daran liegen, dass ich gerade einfach PMS habe. Aber ich möchte trotzdem aktiv was dafür tun, dass ich ein bisschen ruhiger wieder werde und ein bisschen positiver. Deswegen, ich habe ja eigentlich schon eine sehr achtsame Morgenroutine. Die habe ich heute nicht ganz eingehalten, weil ich arbeiten wollte. Ich hatte sehr viele To-Dos, was Twitch und YouTube und so angeht und habe mich halt deswegen sehr früh in den PC gesetzt. Und ich glaube, das ist schon so der erste Punkt, was ich auf jeden Fall morgens eliminieren kann, dass ich halt eben wirklich eine Stunde lang nicht am Handy bin. Jetzt gerade frage ich mich, was eine achtsame Abendroutine ausmacht. Und vielleicht ist es Lesen. Ich habe jetzt gerade noch Sword Art Online geschaut und gerade noch ein bisschen auf YouTube Artblogs angeguckt, weil die mich auch sehr beruhigen und inspirieren tatsächlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass meine Lieblings-YouTuberin, Valerie Lynn, nur circa einmal im Monat hochlädt, weil ihre Videos inspirieren mich unglaublich. Ich ziehe so viel da draus. Oh, das ist actually mal gerade eine interessante Sache. Meine Lieblings-YouTuber, beziehungsweise was ich so alles gerade schaue, auf YouTube sind es halt gerade wirklich Hard Vlogs. Valerie Lynn schaue ich unglaublich gerne. Ansonsten halt so Dakota Warren. Worauf ich jede Woche warte, ist der Emma Chamberlain Podcast. Und was ein bisschen aus der Reihe fällt, die Kardashians. Das schaue ich auch jede Woche gerade. Kommt ja auch jede Woche eine neue Folge. Ansonsten schaue ich gerade Animes. Attack on Titan schaue ich. Und jetzt habe ich wieder mit Sword Art Online angefangen. Ja, eine achtsame Abendroutine. Da war ich stehen geblieben. Ich denke, ich packe den Laptop weg und lese was. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mein iPad gezeigt habe, aber guck mal. Ich habe jetzt ein iPad, es ist rosa und in einer rosa Hülle. Und natürlich habe ich auch den Apple Pen, weil ich glaube, das ist das praktischste Tool, was man so haben kann. Habe ich heute schon das erste Mal ein Thumbnail hier gemacht. Und zwar mit dem Programm Photoshop Express, beziehungsweise mit Photoshop Express und mit Procreate. So sieht das Ganze aus. Diese Collage habe ich quasi erstellt. Und ich mag diesen Stil von Thumbnails und das möchte ich ganz gerne so fortführen und jetzt hiermit weitermachen. Ich habe mich noch nicht ganz zurechtgefunden mit ein paar Apps und so. Also ich muss noch ein bisschen ausprobieren und lernen. Ich habe mir mein iPad gekauft, auch fürs Studium, weil ich ja das Masterstudium noch machen möchte. Und vor allem auch wegen halt Thumbnails, Bildbearbeitung. Und ich möchte irgendwann einen eigenen Kalender kreieren und da dachte ich mir, brauche ich das iPad? Und ich habe es mir von dem Geld gekauft, was ich für den PC bekommen habe. Deswegen ist es gar nicht so schlimm für mich. Ich muss mir das immer gut reden, wenn ich Geld ausgebe. Gut, ich probiere jetzt zu lesen und achtsam den Tag zu enden. Und wir sehen uns morgen. Good morning. Ich komme zurzeit morgens irgendwie nicht aus dem Bett. Und zwar arbeite ich gerade sehr viel, beziehungsweise plane ich gerade sehr viel und sehr gerne. Und ich habe heute eine komplette Content-Planung gemacht für alle meine Plattformen. Auf meinem iPad natürlich. Ich habe auch gerade noch so cozy Musik im Hintergrund laufen und sowas und habe gerade die ganzen Clips für den nächsten Vlog auf meinen PC gebracht. Und ich habe meinen ganzen Content geplant. Ich habe mir Ziele geschrieben. Ich habe Twitch-Content an den verschiedenen Tagen geplant. YouTube-Content. YouTube läuft sehr gut bei mir zurzeit. Also sehr regelmäßig und ohne viel Effort, sage ich mal. TikTok läuft auch gut, weil ich einen Cutter habe. Instagram ist so mein Sorgenkind und ich kriege es auch einfach nicht hin, da vernünftig irgendwie regelmäßig Content zu machen. Und irgendwie mag ich Instagram auch nicht mehr. Keine Ahnung. Zurzeit habe ich einfach keinen Bock auf Instagram-Content. Ich mache viel lieber hier die Vlogs und bewerbe es dann halt einfach auf Instagram. Und ja, ich weiß nicht wieso, aber mein Räucherstäbchen geht heute den ganzen Tag wieder aus. Ich weiß nicht. Es liegt, glaube ich, einfach an dieser Sorte. Burn. Guck mal, brennt wie sonst was und dann, keine Ahnung, geht bestimmt gleich wieder aus. Juckt. Auf jeden Fall sollte ich mich langsam mal fertig machen und aufstehen. Heute ist auch geplant, ein bisschen länger zu streamen. Genau. Und ich habe auf jeden Fall wieder Bock, Content zu machen. Vor allem jetzt, wo ich Fulltime quasi Content Creator bin. Über die ich euch auch noch nicht hier erzählt habe, ist Aldi Gaming. Und ja, ich bin jetzt offizieller Partner von Aldi Gaming. Und das ist irgendwie eine richtig geile, krasse Möglichkeit für mich. Und es kommen auch noch mehr Sachen, von denen ich euch dann erzähle. Zum Beispiel auf der Gamescom und so werde ich auch sein. Yes! Hello Friends, was geht? Heute ist Mittwoch und ich war schon in meiner Therapiestunde. Und jetzt koche ich was. Danach streame ich. Das ist so mein Tagesplan heute. Und danach gehe ich noch zum Sport.
möchte mir Tarotkarten legen und ich dachte, ich filme das einfach mal für euch mit. Acht der Münzen steht für Kreativität, Konzentration, handwerkliches Können und Fokussierung. Zehn der Münzen umgekehrt steht für Bürden, Verlust, Einsamkeit und Verurteilung. Ass der Stäbe ist eine sehr gute Karte, glaube ich. Ass der Stäbe steht für Inspiration, Potenzial, Begeisterung und Kreation. Ich denke, ich kann hier noch einiges kreieren und meine Fokussierung auf meine Kreativität legen. Ich werde aber trotzdem nicht erfüllt und mit meiner Familie sein. Ich denke, das ist, was mir die Karten sagen wollen. Stream ist done. Jetzt geht's zum Spruch. Ich habe gerade realisiert, was die eine Sache ist, die mir fehlt zurzeit. Und das ist Confidence. Oh mein Gott, ich habe vor 5 Minuten gedacht. Oh, komm mal, kein Insektenbrett. Und jetzt höre ich eine scheiß Fliege oder was. Confidence fehlt mir. So sein, wie ich bin und dazu stehen. Interessen zu haben und dazu zu stehen. I'm a people pleaser, was soll ich sagen? Ich bin, wie du mich haben willst, aber ich bin niemand selbst. Versteht ihr, was ich meine? Und I guess, das muss sich ändern. Es ist halt auch so schwierig in der heutigen Zeit einfach wirklich zu machen, was man wirklich will. Wenn da draußen Millionen von Menschen sind, die dir sagen, wie du sein sollst oder was du machen sollst, wie du besser ankommst, wie du besser aussiehst, blablabla. Niemand bringt dir wirklich bei, rauszufinden, wer du wirklich bist. Niemand bringt dir bei, auf dein Herz zu hören. Und niemand bringt dir bei, das alles umzusetzen. Keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwann noch so ein Video geguckt, so wie man mehr confident wird. Und manche Tipps waren ganz gut, aber im Endeffekt war es trotzdem auch immer noch viel so ein, keine Ahnung, mach dies, mach das und dann bist du glücklich. Keine Ahnung. Ich hasse solche Tipps wirklich. Ich komme gar nicht damit zurecht. Ich wünsche mir auch so oft, dass ich ein Mensch wäre, der sich nicht ungeschminkt vor der Kamera zeigt. Das klingt jetzt vielleicht absurd für euch, weil ihr mich sehr oft ungeschminkt vor der Kamera seht. Aber ich denke mir so oft, boah, ich wünschte, ich wäre so eine Person, die sich morgens einfach fertig macht und sich immer nur von ihrer besten Seite zeigt. Aber eigentlich ist ja genau das, was andere auch teilweise in mir schätzen, so dass ich mich so natürlich zeige und dass ich mich halt eben auch unperfekt zeige. You know what I mean? So, das, was man selbst als Schwäche quasi empfindet, können andere auch als Stärke empfinden. Und wenn ich mich nun mal wohlfühle, ungeschminkt, why change something? Wenn ich mich wohlfühle in Oversize-Klamotten. So, es gibt Leute, die sagen, oh, ich fühle mich confident, wenn ich gut aussehe. Wenn das bedeutet, ein Outfit anzuziehen, in dem mein Bauch drückt, in dem ich mich unwohl fühle, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass der Rock hochrutscht oder was auch immer, dann kann ich mich darin nicht confident fühlen. Klar, vielleicht würde ich bombastisch aussehen in diesem Outfit, aber würde ich mich auch bombastisch fühlen, ist die Frage. Bei mir steht immer der Komfort oder halt beziehungsweise das Wohlfühlen halt im Vordergrund. Und wenn ich mich in meinen Klamotten nicht wohlfühle, einfach vom Physischen schon her, then it's not an outfit for me. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt so viele verschiedene Ansichten davon, was Confidence ist. Und nur weil ich nicht das erfülle oder nicht da reinfalle, was die meisten denken oder was die meisten als Confidence empfinden. Wenn 99% der Menschen sagen, hey, ich bin confident, wenn ich mich richtig zurecht mache und ich schön aussehe, dann heißt es trotzdem nicht, dass ich zu diesen 90% gehören muss. Vielleicht fühle ich mich confident, wenn ich fucking Kartoffelsack trage, weil ich mich daran wohlfühle. Okay, in einem Kartoffelsack fühle ich mich probably nicht wohl, weil der fucking kratzt. Aber wenn ich halt fucking... Guck mal, auch vorhin. Bestes Beispiel. Ich dachte mir, hey, ich möchte mich wohlfühlen zum Schlafen gehen. Ich möchte was anziehen, wo ich süß drin aussehe. Dann habe ich mich trotzdem für das Rancy Ass 2 Euro H&M T-Shirt entschieden. Und warum? Weil ich mich darin wohlfühle und weil ich mich darin gemütlich fühle und weil es nicht das ist, wo ich gut drin aussehe, was mich wohlfühlen lässt. Guten Morgen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und stehe immer noch zu allem, was ich über Confidence. Deswegen startet heute mein erster Tag, wo ich versuche, aktiv darauf zu achten, confident zu sein. Mir ist gerade aufgefallen, beziehungsweise ich habe gerade realisiert, dass ich Inhalte für 3 Bücher hätte, die ich schreiben möchte. Ich stelle mir das so als Trilogie vor. Und es ist quasi einfach nur mein Leben als Bücher. Aber mir sind halt so lustige Sachen passiert die letzten Jahre und es ist so viel passiert generell, wo ich auch während ich das erlebt habe schon gedacht habe, Alter, das ist filmreif. Und ich habe gerade angefangen, mir Notizen zu machen. Buch 1. Wirklich, ich liebe mein iPad, weil ich damit so easy Notizen machen kann, weil, guck mal, ich bin ein Notizen-Junkie, okay? Ich habe ständig diese 4 Bücher neben mir liegen und benutze die auch alle. So, das ist mein Tagebuch. Also hier schreibe ich halt
meine Gedanken rauf, hier schreibe ich meine Gefühle rein, was passiert ist und sowas. Also ganz konkrete, meine Lebensgeschichte einfach quasi. Das ist mein Bullet Journal, da halte ich meine Termine fest und so Mood-Tracker, Sleep-Tracker, bla bla bla. Dann habe ich mein 6-Minuten-Tagebuch, das ist ja sehr strikt vorgegeben, was da reinkommt, wofür ich dankbar bin und bla bla bla. Und dann habe ich noch mal ein Manifestations-Journal, beziehungsweise das ist ein Journal, das hat mir Arina geschenkt, da sind auch so ein paar Sachen drin. Aber auf jeden Fall mache ich da so meine Manifestations rein, Vollmond, Neumond vor allem. Aber das nutze ich halt zum Manifestieren. Und dann bin ich immer so, okay, wenn ich mir Notizen machen möchte, zu random Sachen, wo mache ich das rein? So, obviously nicht in diese, weil die sind so fest vorgegeben, wofür die sind. Und dann denke ich mir so, okay, dann nehme ich einen College-Block. Aber auf College-Blöcken satisfied es mich nicht, ich bin ehrlich. Und jetzt habe ich mein iPad. Und mit meinem iPad kann ich so viele Notizbücher, wie ich will, erstellen. Das ist so geil. Zum Beispiel habe ich mir gestern auch meine Life-Goals aufgeschrieben. Ne? Also einfach so, was stelle ich mir für mein Leben vor? Was wollte ich schon immer machen? Was habe ich da schon von erreicht und was nicht? Meine Hobbys, wie viel Zeit verbringe ich gerade mit welchem Hobby mäßig? Ich habe sogar eine Liste gemacht wegen den Balkonpflanzen, die ich heute umtopfe, weil ich mir ein bisschen Gedanken machen wollte, wie ich das alles mache. Zum Beispiel die Sonnenblume braucht viel Sonne, jeden Tag Wasser, aber keine Staunässe. Deswegen braucht die Abzugslöcher. Und das ist gut zu wissen, gut, dass ich das nachgeguckt habe, weil ich wollte den einen Topf pflanzen, wo keine Abzugslöcher sind. Da blüht irgendwas, aber ich weiß nicht was, ansonsten ist es auch tot. Fühle ich mich auch. Alter. Mir jetzt richtig kacke. Ich habe auch so gut wie gar nicht geschlafen. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich so Schmerzen hatte. Und bin dann auch wegen der Hitze und so ständig aufgewacht. Also es ist gerade echt so ein bisschen Pain. Aber ich werde heute den ganzen Tag im Bett bleiben. Wir haben heute Sonntag. Und Sonntag ist mein neuer Off-Day. Ich mache gerade das Video fertig für heute. Ich bin richtig addicted danach, Sachen zu schreiben mit meinem iPad. Also zum Beispiel halt so Einblendungen wie nächster Tag und so. Mit dem iPad einfach zu schreiben und einzufügen in den Vlog. Ich glaube, das ist richtig cool. Werde ich wahrscheinlich in diesem Vlog auch schon wieder tausendmal gemacht haben. Ja, aber es macht so Bock und es ist so cool. Und ich liebe mein iPad wirklich so sehr. Ich habe wirklich so viel schon geplant und gemacht, seitdem ich das habe. Ich habe mich gestern sau random auf einen Job beworben. Es ist aber auch nicht so ein normaler Job, sondern es ist halt Video-Editor. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber es hat mich sehr angesprochen und ich habe das selten, dass ich aus dem Bauchgefühl rausdenke, oh, ich sollte mich da bewerben oder ich sollte das einfach mal mitmachen. Und wenn ich das aus dem Bauchgefühl habe, dann mache ich es auch einfach. Das war bei der Heldenschmiede damals genauso. Ich habe diese Werbung gesehen, war so, das könnte man ja mal machen. Ich habe die letzten beiden Tage gar nicht gefilmt. Wir hatten auch Besuch von einem Freund, von meinem Freund. Und wir haben eigentlich nichts gemacht, außer auf dem Balkon zu sitzen und geschichert. Und mir ging es halt seit gestern so schrecklich, dass ich auch nichts machen konnte. Du bist echt sowas von...